Sportaids wird präsentiert von Optimo Group, Karl Erb AG, Beck Kleiner und einem starken Wirtschaftsteam aus Winterthur. Das ist Sportdate vom Juni. Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier aus dem Wien 4 in Winterthur. Seit dem März haben wir ohne Publikum gesendet. Jetzt haben wir wieder 120 Leute hier, natürlich mit dem nötigen Abstand. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir wieder mit Publikum senden können. Sportdate, das ist die Sendung, die den Sport auf die Wirtschaft trifft. Heute mit einem Mann, der im Mai ein ganz grosses Sportfest in der Schweiz geplant hatte und von Corona jäh gestoppt worden ist. Und mit dem Mann, der in der Stadt Zürich Sachen Sport zu sagen hat. Wir begrüssen ganz herzlich den Direktor vom Sportamt der Stadt Zürich und den CEO der Hockey-WM 2020 in der Schweiz, den Giancilli und den Urs Schmidig. Dazu haben wir einen Beitrag über das Hallenstadion und natürlich unser Crowdfunding-Projekt, das in jeder Sendung vorkommt. Herzlich willkommen, Can, herzlich willkommen, Urs. Can, eben, Mai wäre das grosse Highlight gewesen für dich. Jetzt ist die Hockey-WM abgesagt worden. Wie ist es gegangen in dieser Zeit? Ja, es war eine verrückte Zeit. Klar, man hat 4 Jahre auf das hingearbeitet. Viele Leute haben sich gefreut. Es sind am Schluss etwa 2000 Leute direkt, indirekt involviert gewesen, die ganze Planung. Haufen Mannschaften, Sportler haben sich gefreut. Haufen Helfer, natürlich Sponsoren, Dienstleister und so weiter. Und man hat es ja dann irgendwo schon ein bisschen gesehen, oder? Es war dann so ein Prozess gewesen. Man hat dann die erste Meldung im Februar gehört und dann immer mehr. Und, aber man hat natürlich nicht daran geglaubt, dass das so schlimm könnte werden. Und dann irgendwo am Schluss hat es dann geklopft. Und dann sind wir schon ein bisschen vorbereitet gewesen. Vielleicht sogar ein bisschen erlöst. Weil es war so eine Unsicherheit gewesen, oder? Wir mussten auf der einen Seite Vollgas vorbereiten. Wir waren genau in der Schlussphase gewesen. Also ist praktisch alles fertig vorbereitet gewesen, produziert gewesen, alles da. Und auf der anderen Seite hast du gewusst, oh, das geht in die Hose. Und von dem her war es eine schwierige Zeit. Und dann war es fast eine Erlösung am Schluss, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist es fertig. Dann haben wir gewusst, okay, jetzt geht es nur noch in einer Dimension weiter, vielleicht nicht in zwei. Urs Schmidig, ihr seid ja Partner mit der Stadt Zürich gewesen. Du bist noch Verwaltungsrat vom Hallenstadion, da kommen wir später darauf zurück. Wie ist das jetzt für die Stadt Zürich, die Absage? Es war natürlich riesig schade gewesen. Es war das Highlight gewesen. Im ersten Halbjahr, wenn nicht im ganzen Jahr von der Stadt. Ein Aushängeschild, das grosse Wirkung hat für den Sport in der Stadt, auf verschiedenen Ebenen. Und einfach himmeltraurig schade, ja, dass es so hätte kommen müssen. Warum hat man es so spät abgesagt, John? Man hätte eigentlich gedacht, eigentlich weiss man es ja. Und jetzt haben sie es so spät. Ja, es ist ein bisschen versicherungstechnisch auch gewesen. Wir haben eine Versicherung gegen die Pandemie. Das ist ja das Glück gehabt, dass wir so eine Versicherung abgeschlossen haben. Auf der Erfahrung auch von 2009, wo ja die Schweinegrippe auch die Hockey-WM auch irgendwo einen Einfluss gehabt. Und das war eigentlich der Grund gewesen. Und oder versicherungstechnisch ist das Thema höhere Gewalt sehr entscheidend, oder? Und der Bundesrat dazumal hat nur bis Ende April eine Verfügung, das hat man ausgesprochen gehabt. Und der Mai war noch nicht drin gewesen. Und wir haben eigentlich den Bundesrat und den Bund wirklich gebeten und auf den Knien sind wir hergegangen und gesagt, hey, sagt auch unsere Veranstaltung ab, versicherungstechnisch, sonst wird das schwierig. Und wo dann also quasi fast explodiert ist, und das war wirklich Pandemie gewesen, weil dann ist Lockdown gekommen und man hat alles zugemacht, dann hat die Versicherung von sich sogar gesagt, jetzt können wir absagen. Also klarer als jetzt, gibt es nicht mehr höhere Gewalt, oder? Obwohl jetzt Juristen immer noch streiten, jetzt, ob es höhere Gewalt ist oder nicht. Aber vielleicht können wir auf das noch zu reden. Also es ist ja alles sehr komplex, es hängt alles zusammen und es ist aber nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Urs Schmidig, das Hallenstadion ist ein Eventpartner, respektive ein Spielort gewesen. Was hat das jetzt bedeutet für das Hallenstadion? Dass quasi der ganze Mai wäre ja besetzt gewesen mit Eishockey. Was heisst das geheissen? Ja, für das Hallenstadion ist natürlich ein Totalausfall im Mai. Der ganze Umsatz bricht mehr oder weniger weg. Das Hallenstadion hat im Jahr rund 20 Millionen
Franken Ertrag. Und der Mai war ein überdurchschnittlich guter Monat auch finanziell gewesen. Und das ist dann halt grundsätzlich weg. Auch das Hallenstadion hat eine Pandemieversicherung, die gewisse Schäden deckt. Aber das ist ein Ausfall von 3 Monaten, der damit deckt ist. Also wir sind in dem Sinn mit der Hockey-WM haben wir, sind wir gut über die Runden gekommen, rein finanziell. Aber wenn man sieht, wie es aussieht mit den grossen Veranstaltungshallen und mit den grossen Events, ist es also eine sehr schwierige Zeit. Es ist eine sehr schwierige Zeit. Wir sind hineinschauen ins Hallenstadion. Was macht man, wenn nichts läuft? Und das wird ja noch länger gehen, dass im Hallenstadion nichts läuft. Und ich kann euch sagen, es sieht nicht sehr lustig aus. Totenstille im grössten Veranstaltungshaus der Schweiz. Auch der Eventskalender spricht eine klare Sprache. Über 100 Veranstaltungen allein im Stadion fallen aus. Dazu kommen zahlreiche Anlässe im Foyer und den Tagungsräumen. Philipp Mushafen hat sein Amt als Direktor vom Hallenstadion erst im Januar angetreten. Alles andere als ein wünschenswerter Start. Im Moment bedeutet das einfach natürlich einen wirtschaftlichen wahnsinnigen Verlust. Also es kommt nichts oben rein und es geht nur unten raus. Die Stillstandskosten von so einer Maschine wie im Hallenstadion sind riesig natürlich, also was da monatlich rausgeht. Und ja, es ist jetzt wirklich ein Krisenmodus, wo wir drin sind, um zu schauen, wie können wir die Zeit überstehen einigermaßen und wie können wir in Zukunft weitergehen. Der finanzielle Ausfall, den das Hallenstadion verkraften muss, ist enorm. Man rechnet mit einem Ausfall von über 80%. Das sind rund 16 Millionen Franken. Normalerweise arbeiten 30 Festangestellte und rund 500 Mitarbeitende auf Abruf. Die Büros stehen grösstenteils leer. Die Geschäftsleitung, die Booking- und die Finanzabteilung sind am Arbeiten und im Stadion wird Zeit für Unterhaltsarbeiten genutzt. Wie lange man dem Desaster standhalten kann, ist fraglich. Neue Konzepte müssen her. Wir sind mit Veranstaltern am Reden. Gibt es Schweizer Bands oder deutsche, österreichische Bands, die jetzt auch bereit wären, das Konzert mal noch 4 oder 5'000 Leute zu geben, wo man das Konzept einreichen könnte mit so einer Band, dass man sagt, ja, es ist noch ein Drittel oder noch ein Viertel sogar vom Hallenstadion besetzt und die Einhaltung von all diesen Schutzmassnahmen. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir irgendwo mal ein bisschen einen Halt haben, mal ein bisschen Angaben haben vom Bund, wie das denn kann aussehen kann, wie so Abstandsregeln sind. Ist es einfach ein Sitz frei dazwischen oder müssen hinten dran und vorne dran auch noch Sitz frei bleiben? Das ist wichtig. Es sieht alles andere als blumig aus. Auch Unterstützungsgelder sind keine gesprochen. Man geht zwischen Stuhl und Bank. Zum Glück kommt zumindest die Pandemieversicherung zum Tragen. Noch haben wir sie. Die läuft genau bis Ende Mai. Also die hat 3 Monate, 90 Tage abdeckt. Da sind wir froh. Natürlich wird das bei weitem nicht der ganze Schaden sein, den wir haben werden. Aber das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, dass mal die ersten 3 Monate durch die Versicherung gedeckt sind. Neue Konzepte für kleinere Konzerte sollen als Übergangslösung zumindest den Betrieb wieder sicherstellen. Bis aber alle 14'000 Plätze wieder besetzt werden können, braucht es Durchhaltevermögen. Geht man vom Schlimmsten aus, kann das Hallenstadion den Normalbetrieb erst im Frühling 2021 wieder aufnehmen. Ja, das sind happige Zahlen, Urs Schmidig. Jetzt, ihr habt eine Verwaltungsratssitzung. Hat man da schlaflose Nächte als Verwaltungsrat? Weil die Stadt ist ja noch ist der Hauptaktionär, ist mit 39% beteiligt. Es fehlen Dividenden dann letztendlich Ende Jahr. Wie geht man mit dem um? Ja, es ist eine sehr schwierige Zeit und es ist also nicht so, dass das einfach ein Mandat ist, das man so nebenbei macht. Der Verwaltungsrat einerseits, aber auch die Geschäftsleitung sind stark gefordert in dieser Zeit. Man hat es gehört, Veranstaltungshallen mit mehr als 1'000 Leuten sind die zuerst nicht mehr können, Anlässe durchführen und wahrscheinlich auch die letzten. Wir sind aber schon dran, mit allen Partnern und wesentlichen Beteiligten zu schauen, dass man die Zeit so gut wie möglich meistert. Und ja, da sind wir intensiv dran, zu schauen, dass das Hallenstadion gut durch die Krise kommen kann. Also da gibt es nicht noch viel, wo man einschiessen dann von der Stadt her? Also es ist so, dass das Hallenstadion in den letzten Jahren gut gewirtschaftet hat, insbesondere auch Geld für Investitionen auf die Seite da hat, wo man jetzt zum Teil für die Corona-Zeit kann brauchen. Aber es ist definitiv noch zu früh, um zu sagen, wie das Hallenstadion aus dieser Krise herauskommt. Maßgeblich wird sein, was der Bundesrat entscheidet, was mit Veranstaltungen geht, von mehr als 1'000 Personen.
Jetzt, John, ihr habt ja eben zusammengearbeitet auf Hockey-WM-Ebene. Du sagst ja, das Hallenstadion ist ja nicht ein typisches Hockey-Stadion. Was hat das erschwert in der Zusammenarbeit mit dem Hallenstadion, dass es eben nicht ein Hockey-Stadion war? Wie viel Aufwand hat es mehr gegeben für dich? Ja, eigentlich nicht sehr viel. Es hat ein paar sagen Sie mal, Verhandlungen vielleicht mehr gebraucht. Aber es ist schon so, das ist eine Event-Location, wo ein klares Budget hat, wie viel die pro Monat einnehmen wollen. Eine Eishalle ist vielleicht im Mai leer. Die kriegst du ein bisschen günstiger oder zu anderen Bedingungen. Und eine Event-Arena ist einfach auf anderen, hat andere Rahmenbedingungen. Und ja, klar, es hat ein paar Vorgaben gegeben, die für uns schon einschränkend waren. Es hat Vorgaben gegeben, dass zum Beispiel 50% einen Ticketprovider nehmen musst. Es hat Vorgaben gegeben, dass du gewisse kommerzielle, marketingtechnische Einschränkungen gehabt hast. Du musst Werberecht auskaufen, du musst eine Umsatzbeteiligung geben und so weiter und so fort. Aber letztendlich haben wir, glaube ich, einen guten Vertrag gehabt. Wir haben auch hervorragend zusammengearbeitet. Das muss man absolut sagen. Es war ein absolutes Profiteam am Werk. Von dem haben wir auch profitiert. Und eigentlich die Voraussetzungen waren eigentlich sehr gut gewesen. Wir mussten dann halt auch vielleicht das Hockey-spezifische mehr reinbringen, weil es eine Event-Location ist. Wir hätten noch einen grossen Videowürfel rein tun für die ganze Unterhaltung. Und dann haben wir einfach noch in die Messe rüber müssen, um halt gewisse Hockey-spezifische Räume zu brauchen. Wir hätten Garderobe in der Messe gemacht, gewisse VIP-Geschichten in der Messe, gewisse Sachen vom Organisator, Akkreditierungszentrum, Transportzentrale. Die ganze Administration wäre alles in der Messe gewesen, weil dort einfach das Hallenstadion die Räumlichkeiten nicht können zur Verfügung stellen. Aber das Konzept als Ganzes mit der Kebo, mit der Trainingsanlage, mit der Fanzone ums Hallenstadion herum, es hat eine schöne Sache gegeben, so ein recht kompaktes, schönes Konzept, wo man wirklich können sauber durchführen konnte. Tut einem gerade wieder weh im Herzen, oder? Ja, man kriegt gerade wieder die Hühnerhaut. Die kommt eigentlich wieder an. Ich sage, aber das ist normal. Ja. Jetzt, eben, ihr habt ja miteinander nicht nur mit dem Hallenstadion zu tun gehabt, sondern ja auch als Partnerstadt Zürich, oder? Und da geht es ja auch ums Geld. Jetzt, die Stadt hat der Hockey-WM Geld gesprochen. Da bist jetzt du aber, sagst, wir hätten eigentlich gerne ein bisschen mehr gehabt. Wie ist denn das? Ja, also, es ist so, als Veranstalter gehst du durchs Risiko. Wir haben ein Budget von 50 Millionen gehabt. Wir bringen eine Wertschöpfung ins Land von 100 Millionen ungefähr. Also, und du bist im Risiko. Und das ist klar, dass du, weil du weißt, wenn du diese Umsätze machst und die Wertschöpfung bringst, dass du am Staat ja etwas bringst. Mhm. Also, wir hätten sicher auch einen zweistelligen Millionenbetrag an Steuergelder provoziert aus dem raus. Und darum, weil man im Risiko ist, geht man halt auch die Öffentlichkeit fragen und sagen, hey, tun wir auch etwas unterstützen, weil wir bringen ja auch etwas. Nebst den Steuern vielleicht auch gesellschaftlich etwas, sportlich etwas und so weiter. Und da ist es klar, dass Diskussionen anfangen, wie kann denn eine Stadt jemanden unterstützen, so eine grosse Veranstaltung, und wie läuft das ab? Und da, als Veranstalter hörst du dann auf einmal, ja, du kriegst so und so viel, und ein anderer Veranstalter kriegt dann so und so viel mehr, und die anderen wieder weniger. Und beim Bund ist es das Gleiche, oder? Ich meine, wir haben 500'000 Stutz gekriegt, die Jugendolympiade 15 Millionen, Winteruniversiade 15 Millionen, Rad-WM 5 Millionen, und dann sagst du, ja, wieso kriegen wir denn nur 500'000? Also wir bieten ja auch etwas, oder? Und ja. Die Diskussion findet natürlich statt, und dann muss der Urs halt sagen, warum wir nur so wenig kriegen, ja, oder? Und dort haben wir schon auch ein bisschen härtere Diskussionen gehabt. Zumal irgendwann noch mal fast die Auflage hoch ist, hey, müsst ihr den öffentlichen Verkehr dann auch noch für euer Ticket nehmen, auf eure Kosten. Und dort haben wir auch noch mal leer geschluckt. Also, item, da haben wir schon Diskussionen gehabt. Jetzt, ihr kennt euch schon lange, oder? Du bist unter dem John Langläufer gewesen, aber hast du ihn nicht so gern gehabt? Ist er zu streng? Warum kommt er weniger Geld über als die Rad-WM beispielsweise und dann massiv weniger? Das hat sicher nichts mit dem Can direkt zu tun, sondern das sind institutionelle Sachen. Es ist klar, die öffentliche Hand tut wie ein Sponsor, ein Privater, nach verschiedenen Kriterien nicht Sponsoring, aber den öffentlichen Beitrag sprechen. Und da gibt es ganz verschiedene Parameter, und es ist eigentlich relativ einfach, wenn man es auf einen Satz müsste reduzieren. Sie kommen so viel Geld über, wie es notwendig braucht. Und das ist der grosse Unterschied, Can, zum Hockey. Hockey hat dank dem, dass sie in einem Stadion sind, die Möglichkeit auch, und auch weil es ein Sportart ist, der kommerziell attraktiv ist, gutes Sponsoring zu machen, aber auch viel Ticketeinnahmen zu generieren.
Im Vergleich zu einer Rad-WM, die das nicht kann, und zum anderen ihre Sportarena auf 180 oder 200 Kilometer Strasse verteilt ist, was auch deutlich einen grösseren Aufwand ist. Und der Rest ist durchaus auch so, dass es zum Teil auch mit Lobbying zu tun hat. Wie tut man den Stellenwert der einzelnen Sportarten gewichten? Und da spiele ich dann auch sportfremde Aspekte rein. Insbesondere passt jetzt Rad-WM sehr gut ins Veloförderungsprogramm der Stadt Zürich. Und ich sage jetzt mal, beim Hockey hat man das Hallenstadion, wo man Hockey spielen kann. Aber auch die Stadt hat bereits eine grosse Vorleistung für das Hockey mit dem Rahmen der neuen ZSC-Arena geleistet. Genau. Und das gibt dann so verschiedene Puzzleteile, wo man sagt, es ist so und so viel. Da redet man aber auch mit den Veranstaltern. Und wenn jemand partout sagt, wir wollen mehr, dann muss man auch entsprechend schauen, wie tut man das aufstellen. Also jetzt die Hockey-WM mit 1,8 Millionen bekommen. Das kann der Stadtrat, die Exekutive noch entscheiden. Und der Rad-WM hat knapp 8 Millionen bekommen. Und durch das muss man nachher ins Parlament gehen. Und das ist auch eine andere demokratische Legitimation von höheren Beträgen. Mhm. Ja, also eine klare Ansage, ein klares Konzept. Ja, aber nicht ganz klar. Also, die Leichtathletik EM hat auch, ich weiß nicht, wie viele Millionen geholt und hat auch Tickets können verkaufen. Sie haben dann einfach nicht so viel verkauft. Aber lassen wir das. Ich verstehe seine Position. Er muss in seinem Rahmen muss er, halt auch können funktionieren. Und er versteht, glaube ich, auch meine, dass ich kämpfe und sage, für mich Teil, hey, ich muss auch fighten für das Ganze. Für mich war es einfach immer schwierig, eine gewisse Transparenz zu sehen. Das heisst, beim Bund, beim Kanton, bei der Stadt, meine Stadt Lausanne hat uns 200'000 gegeben und der Kanton 200'000. Das ist ja eigentlich nichts, oder? Und es ist immer schwierig, auch beim Bund zu sehen, es ist nie ganz transparent. Oder? Und wenn es ganz transparent wäre, dann könnte man es auch anders verstehen. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem vom Veranstalter oder von mir persönlich auch gewesen. Und gesagt, ja Gott, vertelle, es wird einfach irgendwo ein bisschen, so habe ich es empfunden, es wird ein bisschen gemischt und dann bei den einen ist es dann so, bei den anderen so, bei den anderen so. Und darum habe ich etwa die leer geschluckt und ein halbes Magengeschwür dann etwa gehabt. Okay. Nein, so schlimm war es auch nicht. Aber du hast mir ja mal noch gesagt, hartnäckig sein, laut sein, das hilft ein bisschen, oder? Ja. Wir müssen leider, die Zeit rennt uns davon, es ist auch spannend, aber wir sehen, es geht ums Geld. Und Geld brauchen ja die Grossen wie die Kleinen. Ein Uni-Hockey-Turnier, das Schülerturnier macht, bestreitet einen grossen Teil des Budgets mit diesen Turnieren. Aber es gibt auch die Möglichkeit des Crowdfunding. Und da sind wir jetzt. Wir stellen ja immer ein Crowdfunding-Projekt vor. Das Mal ist es der Velo Trial Club Stefan und die haben etwas mit. Gebracht. Ja, und bei uns ist der Roman Iden, der Präsident des Velo Trial Club Stefan. Herzlich willkommen. Was haben wir uns mitgebracht, Roman? Willkommen. Wir haben Hindernis mitgebracht und der Tim, er wird mal zeigen, was Velo Trial ist. Also, herzlich willkommen, Tim. Der Tim ist seit 4 Jahren Mitglied in unserem Club. Velotrial, da geht es darum, über Hindernisse zu fahren, ohne abstehen. Und so ein Verkehrspalett ist perfekt zum Gleichgewicht, Balance, Präzision üben. Wunderschön. Das machen ihr normalerweise draussen, oder? Haben ihr Wettkämpfe, die draussen sind? Wie gehen die? Genau, Wettkämpfe finden hauptsächlich draussen statt. Da geht es darum, einen Parkour zu überwinden, ohne abstehen. Jedes Mal, wenn man absteht, gibt es einen Strafpunkt, wenn man den Parkour schafft. Dann gibt es Bonuspunkte. Ja. Sehr schön, Tim. Er ist 14, ihr braucht eine Trainingshalle jetzt. Wie viel Geld braucht ihr? Ja, die Trainingshalle. Wir passen nie in die. Wir brauchen Höhe. Der Tim zeigt das jetzt gerade. Er hat seinen Kopf fast an der Decke oben, 2,5 Meter. Das ist so für einen 12-jährige Ideal, aber unsere Elitefahrer brauchen bis 5 Meter Höhe. Und da haben wir unsere Halle, da zahlen wir 15'000 Franken Miete im Jahr. Franken, dann die Hälfte der Miete rein. Ihr kommt jetzt schon einen Batzen über, sind schon auf 6'000, brauchen 7'000. Herzlich willkommen, Peter Ulmer von Optimo Group, wo euch die 500 Franken zu Stupf jetzt gibt. Herzlich willkommen, Peter Ulmer. Wunderbar.
Ja, also eine tolle Sache, unterstützt den Trial Velo Club Stefan auf lokalhelden.ch. Wir wissen, welche Wertschätzung respektive welchen Stellenwert der Sport in der Schweiz hat. Es werden 11,4 Milliarden Bruttowertschöpfung sind da, sind 100'000 Vollzeitarbeitsstellen, wo der Sport betroffen ist, kommen noch 2,1 Milliarden freiwillige Arbeit dazu in Franken. Und dennoch hat man das Gefühl, John, der Sport in der Schweiz hat nicht den Stellenwert, den er eben aufgrund auch von diesen Zahlen sollte haben. Hat er eine zu wenig starke Lobby? Ja, ich denke schon, wenn man in Richtung Politik geht, denke ich, hat er schon ein bisschen zu wenig starke Lobby. Und ich mache nicht den Vorwurf der Politik, sondern vielleicht eher dem Sport, dass man sich vielleicht gegenüber der Politik ein bisschen anders müsste positionieren, vielleicht strategisch auch ein bisschen anders müsste vorgehen, viel mehr Politiker probieren, ins eigene Boot hineinzunehmen, die mit denen auch gewisse Ideen entwickeln, mit denen auch gewisse sogar Projekte entwickeln. Vielleicht auch, ist das auch ein Fehler von uns Veranstalter, ganz spezifisch, dass wir auch viel zu wenig mit den Politikern Kontakt aufnehmen und probieren, diesen Weg zu ebnen, damit man nachher eben die Unterstützung auch hat und gegenüber eben der Politik nachher auch den Stellenwert kriegt, den er den Sport verdient. Mhm. Urs, du bist ja in der Politik sozusagen, oder hast viel mit der Politik zu. Wie siehst denn du das? Also ich glaube, man kann nicht einfach nur vom Sport als Ganzem reden. Ich behaupte, der Jugend- und Breitensport hat in der Schweiz einen extrem hohen Stellenwert. Schwieriger wird es beim Spitzensport zum Teil und vor allem bei kommerziell erfolgreichen Sportarten. Da ist der Schweizer zurückhaltender. Aber ich meine, im Breitensport ist die Schweiz so gut aufgestellt wie praktisch kein anderes Land. Also so ein kommerzieller Sport, meinst du, die Exzesse, die es zum Teil hat? Die... Ja, ich glaube, da ist tatsächlich die Schweizer Bevölkerung schon immer ein bisschen skeptischer gewesen gegenüber Profi- und Spitzensport. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir sehr ein basisdemokratisches Land sind und so ein bisschen die Exzellenz uns ein bisschen schwierig tun mit gewissen Ausnahmeleistungen. Aber es kommt auch immer stark darauf an, wie man so etwas verkaufen kann, der Politik, und den Mehrwert vielleicht nicht nur für einen Fußballprofi aufzeigt, sondern auch für Sportart als Ganzes oder für eine Stadt oder Region. Mhm. Aber es hat ja viele Sportler, man hört immer noch die Löhne von der Hockeyspieler. Das ist in der Schweiz gar nicht so viel und im Fußball auch nicht, wie viel im Ausland. Müssten mehr Sportler in Politik, wenn sie aufhören? Ja, wieso nicht? Das wäre vielleicht auch ein Engagement, das sehr wertvoll wäre für den Sport. Ich denke, je mehr Sportler sich in der Politik engagieren und die Mentalität auch in die Politik hineinnehmen, umso besser, klar. Es gibt ja viele Politiker, die sich schon sportlich eigentlich geben. Es gibt ja auch ganze Gruppierungen, Parlament und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, sie bringen PS noch nicht ganz auf den Boden. Das ist ein bisschen mein Vorwurf. Dass, ja, man gibt sich für den Sport, aber wenn es wirklich zählt, dann sind sie meistens dann nicht rum. Und das ist ein bisschen schade. Und dort ein bisschen mehr Engagement für vor all denen, die ja nachher auch in den VIP-Zonen rumbalancieren, das wäre natürlich auch noch schön. Das wäre schön. Urs Schmiedig, was sind die nächsten Projekte bei dir jetzt? Also im Bereich Sport in der Stadt, ich will gerade anknüpfen als Beispiel, Spitzensport, der Breitensport gut verbindet. Der FC Zürich wird auf einer Landparzelle, die der Stadt gehört, auf einer Sportanlage, die Sport betreibt, einen Campus bauen für 12 Millionen Franken rund. Und da ist es so, dass die Stadt 4 Millionen Franken dran gibt, mit Darlehen und Affront-Perdue-Beiträgen. Das hat auch müssen durch das Parlament. Aber das ist extrem gut durchgekommen, mit 115-0. Nicht, weil der FCZ man nur reduziert hat auf die Spitzenmannschaft, sondern weil das eben auch der Campus den Nachwuchsteams zu gut kommt, weil es den Frauen zu gut kommt und auch den Profis. Mhm. Und durch das hat man das extrem gut können begründen in der Politik. Und dann ist ein Zu-Null-Resultat rausgekommen. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass der Sport lehrt oder genau anschaut, was muss ich an der öffentlichen Hand können für Argumente geben. Und dementsprechend kommt auch mehr Geld. Das ist wie beim privaten Sponsoring auch. Genau. Also, Jugendsport, Breitensport, sinnvoller Sport, gute Ausbildner, das ist das Wichtige, das der Schweizer Sport braucht. Danke vielmals, dass Sie da sind. Du musst jetzt noch Abschlussrechnungen machen, gell, für die Hockey-WM. Ja, Zurückzahlen. Danke vielmals, dass Sie da sind. Es war sehr spannend. Das war das letzte Sportday vor der Sommerpause. Wir sind dann am 14. September wieder da. Dann mit dem Adrian Stern. Wir freuen uns sehr,
sehr darauf. Auch auf euch. Habt's gut, gute Zeit. Tschüss miteinander. Sportdates ist präsentiert worden von Optimo Group, Karl Erbau AG, Beck Kleiner und einem starken Wirtschaftsteam aus Winterthur.